dazu sagen. Wir haben gestern, allerdings eine halbe Stunde früher, den letzten Tagesordnungspunkt im Deutschen Bundestag in dieser Legislaturperiode behandelt. Fast bezeichnet bis 17 Uhr, wirklich der letzte war das. Da hat der Bundestag mit relativ wenig Mitgliedern den zweiten Engagementbericht der Bundesregierung besprochen und debattiert. Man muss sich die 600 Seiten nicht genau durchlesen, aber da sind doch eine Reihe von wichtigen und spannenden Empfehlungen, weil der Engagementbericht ja auch zum Thema hat, wie kriegen wir eigentlich mehr bürgerschaftliches Engagement in diesem Land organisiert und belobig. Und das, was Horst Wiesotzki vorhin ansprach, dass man überlegen könnte, die Freiwilligenfeuerwehren mal zu einem Dankeschön einzuladen, ist dann auch drin zu finden. Aber so Vorschläge wie zum Beispiel, weil die Seite ist ja auch nicht zu unterschätzen, vielleicht diejenigen Arbeitgeber auch mal positiv zu benennen, die ihre Mitarbeiter freistellen für freiwillige Feuerwehr einsetzen. Zum Beispiel, indem man das auf eine Homepage nimmt und sozusagen ein Positivliste auch mal entwirft und zu sagen, das sind Arbeitgeber eben, die es ermöglichen, dass Menschen und ihre Mitarbeiter ein Ehrenamt verrichten. Nun waren die meisten Kolleginnen und Kollegen wohl schon nach Hause gereist, aber das hat vielleicht auch mit dem zu tun, was wir gestern besprochen haben, dass das überhaupt möglich war. Nach dem Großschadenereignis von Donnerstag auf Freitag, nämlich in der Nacht, fast sintflutartigen Regenfällen, waren über die Nacht sicher Hunderte von Berufs- und freiwilligen Feuerwehrmännern und THW-Leuten die ganze Nacht unterwegs und haben zugesehen, dass die Infrastruktur der Bundeshauptstadt weiter erhalten bleibt. Das ist auch in der Debatte diskutiert und erwähnt worden, aber vielleicht auch in den Medien viel zu wenig gewürdigt, was dort an Leistung verrichtet worden ist. Und deswegen von dieser Stelle auch nochmal den ganz herzlichen Dank an das, was Sie jeden Tag und jede Woche und jede Nacht verrichten, ohne dass die Leute das wirklich irgendwie wahrnehmen. Und das ist vielleicht dann auch nochmal ein Punkt, den wir im Bundestag besprechen werden. Wir haben jetzt nur einen Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement, der sich genau mit diesen Fragen befasst. Hartmut Ziebs ist da regelmäßiger Gast. Und gern gesehener Gast und kompetenter Berichterstatter. Wir wollen, dass nächste Legislaturperiode im Deutschen Bundestag es einen ordentlichen Ausschuss bürgerschaftliches Engagement gibt. Gleichgestellt den Finanzausschuss, den Familienausschuss und den Verteidigungsausschuss, weil dieses Thema einfach zu wichtig ist, als dass es nur in einem Unterausschuss von 10 Engagierten vielleicht vertreten wird. Was kann der Bund eigentlich machen im Bereich Feuerwehren, denn das ist nicht unsere originäre Zuständigkeit, da sind wir mit dem THW immer stärker in Kontakt, aber es gibt tatsächlich eine Möglichkeit oder einige Möglichkeiten. Und Frau Jussuf hat das gerade schon angewandt, die rechtliche Seite, die wir machen können. Ich bin sehr zufrieden, dass wir über die 113 folgende Strafgesetzbuchsgeänderung endlich eben Feuerwehr und andere Einsatzkräfte von Vollstreckungsbeamten gleichstellen und die Angriffe nicht mehr, jedenfalls juristisch, nicht mehr so locker bewertet werden können, wie das bisher war. Über die präventive Wirkung dieser Strafrechtsänderung bin ich nicht voller Illusionen, ob das wirklich Menschen davon abhält, aber es kann eben auch nicht sein, dass solche Angriffe jedenfalls juristisch folgenlos bleiben und man meint, man könne eben Feuerwehrleute mit Flaschen bewerfen, weil sowieso nichts passiert. Wir werden abwarten, wie das sich weiterentwickelt, dann muss man eben, wenn es juristisch notwendig ist, noch weitere Schritte übernehmen. Der Bund kann auch, wenn er klug handelt, und leider vom Grundgesetz her aus muss das dann eine Natur- oder Finanzkatastrophe werden, Konjunkturpakete erstellen, und da bin ich ganz froh, dass es kluge Koalitionsparteien gab, die 2007 da investiert haben in THW und Feuerwehrfahrzeuge, aber das ist eben leider nur ein Ausnahmefall. Und es gibt manchmal auch haushaltsrechtliche Möglichkeiten, Dinge voranzubringen. Es gibt mein Bereich Forschung, eine Hightech-Strategie des Bundes, wo es um neue Technologien geht, auch Digitales, wo wir viel zu weit hinten hängen. Und dann gibt es einen Bereich der zivilen Sicherheitsforschung. Und der ursprüngliche Ansatz, auch mit den Rettungskräften nur über technische Lösungen auf gesellschaftliche Fragen antworten zu wollen, ist verkürzt gewesen. Und den haben wir verbreitert, weil wir gesagt haben, man muss sich eben die Probleme angucken und dann fragen, wie lösen wir die? Und daraus ist zum Beispiel entstanden das Programm INCA, das Sie wahrscheinlich alle kennen, oder einige, nämlich wie man eben Ehrenamtliche besser in Katastrophenschutz integrieren kann, mit Fördermitteln und der Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, wie schaffen wir das eigentlich mehr Menschen auch für diese ja nicht ganz einfache Zeit, Familien, Arbeit kostende ehrenamtliche Tätigkeit zu begeistern. Und ein Punkt, den man auch lesen kann in diesem Engagementbericht, ist
sehr gut ausgeführt, nämlich die Frage von Daseinsformen und kommunaler Daseinsformen. Das berührt, die Grundsatzfrage, wie wichtig uns eigentlich kommunale Daseinsvorsorge ist. Auch da ist der Bund nicht direkt zuständig, aber mit Dr. Pesch ist ja, glaube ich, der letzte Zeitzeuge wirklich anwesend, der Hagen noch mit einem sehr ausgeglichenen Haushalt erlebt hat. Und dann wirft eben die Fragestellung aus, wie schaffen wir es, Kommunen in eine Situation zu versetzen, dass sie ihre Daseinsvorsorge noch verrichten können. Und dazu hat es der Sensibilisierung bedurft. Ich weiß nicht, wer vor einigen Jahren dabei war, als Sigmar Gabriel eine Etage höher saß. Der hatte seinen Winterurlaub extra früher beendet, um über die Probleme der Hagener Feuerwehren, was die Höhergruppierung anbelangte, sich zu diskutieren. Damit hat er ein Versprechen aus einer Talkshow mal eingehalten. Ich weiß nicht, ob du da damals im Amt noch dabei warst. Und klar war, die Stadt hat finanziell größte Schwierigkeiten, diese Form der kommunalen Daseinsvorsorge zu sichern. Und am Ende wird es nicht gehen, weil das Land auch seine Probleme in der Eingegend hat, der Möglichkeiten hat, Finanzierung zu leisten. Es wird nicht gehen, ohne dass sich der Bund beteiligt. Und das wird in vielen Bereichen, finde ich, auf einen richtigen Weg. Und der wird eben auch im September, das ist dann der Wagenblock oder der Angebotsblock, der dann eben auch kommt. Und dann wird es tatsächlich gehen darum, um die Frage, wie wir einen Steuerüberschuss im Haushalt des Bundes verwenden. Ob wir ihn, was vielen gefallen wird, als Steuersenkung zurückgeben. Oder ob wir nicht sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, in die digitale Infrastruktur unseres Landes zu investieren. Und auch in die kommunale Daseinsvorsorge, weil die Menschen den Staat eben vor Ort als erstes erleben. Und dann geht es eben darum, wie sichern wir eigentlich die Lebensfähigkeit unserer Städte. Die bayerischen Städte haben nicht so wirklich ein Problem, aber die Ruhrgebietsstädte. Und was müssen wir eigentlich dabei tun, dass diese Daseinsvorsorge gewährleistet wird? Und das werden auch Antworten oder Fragen sein, die wir eben in den nächsten Monaten zu besprechen haben. Da würde ich ausdrücklich sagen, glaube ich, ist die kommunale Daseinsvorsorge ein zentraler Pfeiler unserer Demokratie. Und wenn wir den nicht ordentlich immer gut versorgen, wird das auch ein Problem für die Demokratie sein. Das ist in diesem Zusammenhang. Und am Ende darf ich Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement danken. Machen Sie weiter so und kommen Sie gesund aus Ihren Einsätzen zurück. Vielen Dank.